Ist alles in Ordnung da hinten? Super duper, Dad. Ja, machen wir das nochmal. Ich geh rein. Kinder, raus aus dem Wohnmobil! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego, die Unglaublichen. Es geht direkt weiter. Ja, was gibt es Besseres, als einen bösen Plan zu feiern? Warte, was? Die Superhelden? Das ist egal. Wir sind schon gestartet. Ihr werdet es niemals rechtzeitig in die Stadt schaffen. Das werden wir ja sehen. Glaubt nicht, dass ihr die Stadt zerstören könnt. Wir haben hier auch noch ein Wörtchen mitzureden. Halle, aber ich sehe hier keine Jets. Ein Jet ist nicht schnell genug. Und was ist schneller als ein Jet? Hey, wie wär's mit einer Rakete? Tolle Idee, Flash. Dann bauen wir mal los. Okay, es ist also Zeit, eine Rakete zu bauen. Dazu brauchen wir aber erstmal wieder die besonderen leuchtenden Bausteine. Die Incredi-Steine. Dieser Teil der Wand scheint sich irgendwie aktivieren zu lassen. Ich glaube, ich sehe da oben was, in diesem Kontrollraum. Okay, Elastigirl, dann schau doch mal rein, was du da finden kannst. Auf jeden Fall ein Incredi-Stein. Ein von drei. Zwei fehlen also noch, damit wir uns eine Rakete bauen können. Okay, viel mehr ist hier erstmal nicht. Okay, gut. Dann holen wir uns noch die anderen Steine, die hier irgendwo rumliegen. Moment mal, kann ich hier noch etwas kaputt machen oder irgendwas berühren? Wenn ich diese Bank mit Energie versorgen soll. Ja, sieht nicht so aus, okay. Gut, dann lassen wir das so erstmal stehen, denn hier kommen wir im ersten Moment auch nicht weiter. Meine Lieben, hier gibt es erstmal den Hinweis. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kanal. Der Kanal für Kinder, damit ihr keine Videos verpasst und ein Teil unserer Community seid. So, wir brauchen Flash. Los, jetzt wird Energie erzeugt. Wuhu! Sehr gut. Was passiert jetzt? Oh oh. Großartig. Möchte da jemand hoch und das runterholen? Das brauchen wir, wenn wir eine komplette Rakete bauen wollen. Okay, die Rakete bauen wir natürlich noch, aber... wir müssen hier noch ein bisschen für Ordnung sorgen. Und machen einfach alles kaputt, was uns in den Weg kommt. Wir können sich dann nachher wieder zusammenbauen. Aber vorerst haben wir Ruhe. Oh, da war wohl jemandem schwindelig. Okay, lasst uns hochklettern. Perfekt, wir haben wieder einen Stein. Fehlt also nur noch einer. Der ist da oben. Hinter dem Wohnmobil. Scharfer Blick, Violetta. Ich kann jemanden dorthin bringen, der glaubt, gutes Gleichgewicht halten zu können. Wer kann denn ein gutes Gleichgewicht halten? Violetta vielleicht? Wir schauen mal. Und nicht schon wieder diese komischen Schokobong-Dinger. Wow. Violetta, ich bitte dich. Konzentration. Sei vorsichtig. Der Glibber aus diesen Kanonen ist... Gleich bist du da. Oh nein. Okay, oh, ich muss nochmal zu... Ich mach's. Helen, hast du Lust, elastisch zu werden und mich dorthin zu bringen? Dann übernimmt das mal Bob, unser lieber Mr. Incredible. Oh, aber bitte nicht zu schnell. Wir wollen es diesmal langsam angehen. Sehr gut, wir sind drüben. Wir haben den Stein. Den Computer machen wir hier kaputt. Sicher ist sicher. Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt eine sagenumwobene und ziemlich große Rakete bauen. Ich bin jetzt schon ziemlich gespannt, wie das aussehen wird. So. Und wir werfen unseren Krempel schön in die Mitte, damit wir etwas bauen können. So, Violetta ist fertig. Jetzt Elastigirl, auch du noch. Und Bob. Und Flash muss nochmal nachlegen. Auch Violetta. Sehr gut, wir sind bereit. Wir bauen jetzt unsere ganz persönliche Rakete. Achtung. Na, die sieht doch mal sehr gut aus. Die ist uns wirklich gelungen. Unglaublich. Sehr schön. Dann ab geht's in die Rakete. Liebling? Was? Wo ist mein Superanzug? Was? Wo ist mein Superanzug? Vorsicht, zurücktreten. Ich denke, diesen Schrotthaufen muss ich wohl... ein paar Manieren beibringen.
Ich bin Syndro! Mein Superanzug. Zum letzten Mal. Wo ist mein Superanzug? Oh! Es geht los, Liebling. Fertig, Violetta? Los! Das wird jetzt holprig. Ist alles in Ordnung da hinten? Super duper, Dad. Ja, machen wir das nochmal. Ich geh rein. Kinder, raus aus dem Wohnmobil! Es ist grün! Wo sind wir hier? Auf dem Verkehrsspielplatz? Das war das letzte Mal, dass ich in die Stadt fahre, wenn gerade ein Riesenroboter... Dürfen wir jetzt mit dir und Mom gegen diesen Riesenroboter kämpfen? Dad, bitte! Ja, ihr beide kommt mit uns. Aber nur, damit wir euch im Auge behalten können. Okay, es geht also spannend weiter. Wir müssen jetzt unsere Mission beenden. Diese Dinger sind gefährlich. Entspann dich, Dad. Wir haben schon mal gegen sie gekämpft. Ja, Dad, das ist ein Klacks. Sie werden so schnell groß. Wir müssen unsere Mission beenden, indem wir den riesigen Roboter aufhalten. Und jetzt kämpft die ganze Familie mit. Bob, als Miss Incredible. Was machen wir denn jetzt, Dad? Einer von uns muss dort rüber und den Strom abstellen. Aber auch die anderen sind da, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Die anderen sind da, wie natürlich Elastigirl, Flash und Violetta. Jetzt bringen wir das Ganze zum Explodieren. Sehr gut. Stromversorgung ausgeschaltet. Oh nein, hier gibt's auch nochmal Strom. Bob, kannst du vielleicht ziehen und drücken? So, einfach mal die Bustür öffnen. Oh, wir haben den ganzen Bus auseinandergenommen. Naja, kann man auch mal machen. Wie geht's jetzt hier weiter? Oh, noch mehr Roboter. Hier müssen wir wirklich gut aufpassen. Vor allem sind diese Roboter, zumindest sieht es so aus, viel, viel stärker als die anderen. Okay, hier brennt ein ganzer Baum. Sache auch nicht leichter. Komm, Liebling, wir finden gemeinsam einen Weg dadurch. So, was können wir hier tun? Wir brauchen auf jeden Fall die Fähigkeit von Elastigirl, die sich da hochschwingen kann, oder? Ah, ne, Quatsch, ich muss Bob nutzen, genau. Wir werfen sie da hoch, Moment, nochmal, und sie kann weiter hoch und auf die andere Seite, sehr gut. Hier gibt es Briefkästen oder Mülleimer, eins von beidem, ich glaube Briefkästen. Schmeißen wir einfach mal runter. Bitteschön. Könnt ihr da unten etwas damit anfangen? Ich hoffe doch. Mom, das zählt als Dusche, oder? Nein, Flash, tut es nicht. Flash möchte heute nicht duschen und fragt, ob dieses Spritzgelage hier als Dusche fungiert. Aber nein, das tut es nicht. Wir bauen jetzt ein Trampolin, oder? Was ist das? Könnte schon sein. Ich guck mal. Halte B gedrückt. Und jetzt können wir rüberspringen. Müssen wir eigentlich hoch? Oder muss ich da geradeaus zum Roboter? Ich weiß es nicht. Aber, ich meine, da komme ich nicht hoch. Komme ich mit Violetta da hoch? Ah, nein, nicht ins Wasser. Nein, nein. Okay, selbst wenn ich A drücke, passiert nicht viel. Ah, komisch. Nee, ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht hochkomme. Flash vielleicht? Wenn er ganz schnell rennt. Nein, Elastigirl muss hier bleiben. Nochmal. Und jetzt kann ich mit den anderen vielleicht darüber? Ne, selbst mit Flash funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber vielleicht geradeaus. Ich probier's mal.
So, und... Oh, hä? Funktioniert das nicht? Wo soll ich sonst hin? Nochmal, nochmal. Oh, ich bin drüben, sehr gut. Oh, oh, was passiert jetzt? Und ich grillen uns einfach ein paar Marshmallows. Na gut, bleibt in meiner Nähe. Aber nicht zu nah. Ich muss diese Flammen löschen und eure Mutter hier rüberbringen. Er muss unsere Mutter hier rüberbringen. Dabei ist unsere Mutter schon drüben. Ich glaube, ohne Bob komme ich hier nicht weiter, denn Bob muss hier an diesen Griff ziehen. Das Problem ist nur, dass Bob noch auf der anderen Seite ist. Okay, ich glaube, das hat sich direkt erledigt. Ihr seht ja selbst. Ohne Bob kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, Elastigirl, meine Liebe. Du musst versuchen, nochmal zurückzukommen. Ich brauche nochmal das Trampolin, weil ohne Trampolin komme ich nicht weiter. Ich probiere es mal. Was ist da noch drin? In dem Auto kann man das noch weiter kaputt machen und findet da vielleicht irgendwas Wichtiges? Naja, schade. Hat so nicht ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Sehr gut. Ich bin drüben. Hat sich gerade so ergeben. Bob, spring mal rüber und sorge für Recht und Ordnung. Und jetzt zieh da oben an dem Griff, damit ich hier weiterkomme. So, mal sehen, was jetzt passiert. Achtung, es wird spannend. Wow! Nicht wieder schwimmen. Wir überfluten alles. Und hier gibt es jetzt eine Strömung, eine starke Strömung, die wir nicht entgegensetzen können. Wir brauchen erstmal das Boot von Elastigirl. So, spring drauf! Und Violetta muss einfach hinterher schwimmen. Schön an den Autos vorbeischwimmen. Und gleich sind wir beim Roboter. Sehr gut. Juhu! Disco-Kugel, hier drüben! Wir müssen dieses Ding verfolgen. Lasst uns versuchen, weiter raufzuklettern, um zu sehen, wo es hin will. Sehr gutes Ablenkungsmanöver von Frozone. Aber da kommen wir erstmal nicht weiter. Wir müssen den Roboter weiterhin verfolgen. Und übrigens gut, dass Lucius, also Frozone, endlich seinen Anzug gefunden hat und jetzt gegen das Böse kämpfen kann. So. Hey, damit kommen wir doch auf die Dächer rauf. Ziemlich praktisch, hm? Nicht praktisch für den Piloten. Okay, also wir hätten ja schon mal einen Helikopter, aber hier haben wir noch ein bisschen Ärger mit den Gegnern. Die kriegen jetzt erstmal... Oh, ja gut, der eine konnte sich schützen mit seinem Schutzschild. Leider, leider, leider. Da müssen wir nochmal auf jeden Fall entgegenwirken und etwas dagegen tun. Also stark bleiben, dranbleiben auf jeden Fall. Wir werden schon alles geben, um hier etwas entgegenzusetzen. Sehr gut. Dranbleiben. Okay, okay, was haben wir hier? Ein Taxi. Es sieht aus wie ein Taxi, aber es ist natürlich kein Taxi. Und da in diesem Van können wir etwas aufziehen, aufdrücken. Vielleicht ist da was Wichtiges drin. Und? Krempel! Ja, Krempel. Krempel kann man natürlich immer gut gebrauchen, denn man weiß ja nie, was man als nächstes zusammenbauen kann. Ganz viele Lego-Teile ergeben am Ende das große Ganze, beispielsweise ein Gebäude oder... Damit müsste der Hubschrauber mehr Saft bekommen. Flash, Violetta, schafft ihr das? Na klar, Mom. Überlasst das einfach uns. Okay, Flash und Violetta haben hier also wieder alle Hände voll zu tun, um das jetzt in Betrieb zu setzen. Ein riesigen Helikopter. Also was heißt riesig? Ganz normaler Helikopter von der Polizei. Genau, ein Polizeihelikopter. Na, mal sehen, was da jetzt passiert. Was machen wir jetzt damit? Also einsteigen können wir anscheinend nicht. Können wir... Kinder, ich weiß, dass das heftig ist. Aber könntet ihr euch bitte beeilen und diese Helikopterblätter aufladen? Ja, das machen wir doch die ganze Zeit. Doch was tun, wenn es aufgeladen ist? Jetzt rotiert das und jetzt, wie machen wir jetzt weiter? Wir fahren wir jetzt hier fort. Das muss man mir jetzt bitte noch erklären. Denn da komme ich gerade auf keinen Trichter. Kann ich hier noch was zusammenbauen? Was ist das hier eigentlich für ein Auto? Das könnte ich eigentlich auch mal kaputt machen, dieses Auto. Vielleicht ist da was, was ich benutzen kann. Na, komm schon. Irgendwelche Bauteile? Gar nichts? Ah, doch, schaut mal. Sehr gut. Das muss ein Trampolin sein. Hoch und... Yay, so wird ein Schuh draus. Perfekt. Okay. Was ist das hier für eine Rutsche? Nicht vor den Kindern.
Das soll doch gefährlich sein, schon vergessen? Diese Rutsche sieht fast perfekt aus für Flash. Ja, Flash hätte diese Rutsche sicherlich sehen wollen und nutzen wollen, weil es gab da noch ein Minikit. Das habe ich jetzt leider verpasst, da ich dachte, dass ich da jetzt runterrutschen kann, um noch was zu holen. Aber gut, nicht so schlimm. Wir sind jetzt hier auf einer Art Baustelle. Und die Leaderteile sind nochmal wichtig für Violetta. Und da oben schießt jemand nach uns. Das ist natürlich auch ärgerlich. Jetzt hole ich erstmal die Kinder. Meinst du könntest mir helfen, einen Weg darauf zu finden? Sicher, aber ich war irgendwie beschäftigt. So, dann würde ich sagen, Energiefeld. Und alles schön einsammeln, was wir finden können. Alle Bauteile. Haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alle. Lasst uns was Schönes zusammenbauen. So, was bauen wir denn Schönes? Einfach nur eine Stange. Manchmal kann es so einfach sein. Jetzt brauchen wir Elastigirl. Oder nein, wir brauchen Mr. Incredible. Der jetzt jemand da hochwerfen kann, oder? Violetta, ich nehme dich. Sorg du mal oben für Recht und Ordnung. So, wow, das Energiefeld hat ja nochmal richtig gerockt. Ah, wow. Da kam die Hand des Roboters durch. Oh nein, schon wieder rotierende Gegner. Wir müssen echt aufpassen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. So, jetzt nochmal. Konzentration. Und hochgeworfen. Flash, sei bitte langsam. Sei nicht zu schnell. Ganz schön langsam vorbei, genau. Das sieht absolut sicher aus. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Tja, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall die Hilfe von Mr. Incredible. Aber für den haben wir jetzt eine Leiter gebaut. Und er wartet schon darauf, jetzt hier zu rocken. Bahn frei und Kaderbomb. Bam! Was passiert jetzt? Eine Wand, an der wir hochklettern können. Interessant. Und auch hier geht's jetzt weiter nach oben. Kommt, Kinder. Gleich sind wir oben. Oh nein! Festhalten! Nein, nicht fallen lassen! Sehr gut. Und weiter. Geschafft. Wir haben das im Griff. Schön ruhig bleiben. Schatz, mit wem sprichst du? Mit dir. Aber hauptsächlich mit mir. Okay, ist okay. Sehr gut. Ich wollte schon immer eine dieser Rutschen hochlaufen. Du bist so ein Depp. Violetta, lass es. Flash, bring uns irgendwie auf das Dach. Wir laufen dort rüber. Okay, jetzt können wir endlich auf das Dach mit Flash. Los! Flash, Vorsicht! Ich laufe auf ein Gebäude! Hast du dich vergewissert, dass das sicher ist? Nein, aber er hat es am Boden gesagt. Und er hatte Spaß. So, was haben wir hier noch für Zeugs? Gar nicht mehr so viel. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, wir holen mal die Family runter. Oder nach oben. Wir fahren hier mit dieser Hebebühne runter. Und alle steigen ein, alle hüpfen drauf. Ich wechsle direkt mal zu Elastigirl, da ich sie als nächstes brauche. Und wir schwingen uns rüber. Achtung. Hoch und alle mal nach, bitte. Perfekt. Das war zu einfach. Wir brauchen einen anderen Plan. Einen, den wir uns gemeinsam als Familie einfallen lassen. Und dazu zählst auch du, Frozone. Du gehörst zur Familie. Großartig. Ich weiß das Kompliment zu schätzen. Also, legen wir jetzt los? Ich kann mich um diese nützlich aussehenden Steine kümmern. Braves Mädchen. Hey, ich helfe dir auch mit. Okay. Das heißt, jetzt kommt es zum großen Showdown. Wo ist Frozone? Wir brauchen jetzt gleich deine Eisfähigkeit. So,
bring mal das Feuer zum Schmelzen sozusagen. Lösch das Feuer. Und einer muss sich um diesen Roboter hier kümmern. Okay, ich habe ihn vereist. Alles gut, ich habe die Lage gesichert. So, gecrashed und der Roboter ist kaputt. Okay, und was jetzt? Jetzt tue ich das, was ich am besten kann. So, Achtung, wir haben hier wieder viel zu tun mit den Gegnern, die uns zeigen wollen, wo hier der Hammer hängt. Doch eines kann ich euch versichern, die haben jetzt keine Chance gegen uns. Wir stehen kurz davor, die Stadt zu retten und wollen natürlich jetzt alles geben und lassen uns von keinem, aber wirklich von keinem hier aufhalten. Also, gut Ding will Weile haben. Los, los, los. Wir schaffen das. Yay, yay, yay. So, oh, oh, gar nicht mal so einfach. Ziemlich hartnäckig, diese Gegner. Und jetzt brauchen wir wieder die Energie von Frozone, der uns hier etwas zusammenbaut. Pilze oder sowas. Eispilze, auf denen wir springen können. Okay, jetzt schaffst du es rauf, Bob. Oder Eispflanzen. Das sind vielleicht Schirmpilze. Ist auch egal. Wow, der hat jetzt hier erstmal Eis bekommen. Lecker, lecker Eis. Na, wer kann das nicht gutheißen? Ich weiß auch nicht. So, hier nimm das und das und das. Perfekt. Also ich muss schon sagen, die Gegner sind echt gut dabei. So, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ja. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Wir löschen das Feuer. So. Okay, okay. So, wir wechseln und springen hier hoch. Sehr gut. Stück für Stück. So, was machen wir hier? Da gibt es oben ein Minikit. Wir haben nicht genug Steine. Kinder, sucht noch mehr davon. Und da kommen wir nicht weiter, oder? Wow. Erstmal gecrashed. Ein heiliger Bimbam. Okay, was ist dahinter? Elastige, kann da etwas hervorholen oder rausholen? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns das aber auf jeden Fall mal genauer an. Vielleicht ist es etwas Wertvolles, was wir benötigen. Na gut. Sehr schön, nach oben gezwängt. Wir klettern hoch. Und zack, wow. Jetzt wird ordentlich hier gecrashed. Okay, wir haben das Teil. Perfekt, perfekt. 2 von 5, glaube ich. 4 oder 5 brauchen wir noch. So, weg mit euch. Was haben wir noch? Hier ist, glaube ich, erstmal alles erledigt. Hier haben wir alles gefunden, was man finden kann. Perfekt. Dann können wir ja jetzt getrost weiter. So. Wir müssen natürlich weiterhin vorsichtig sein. Hier gibt es wieder ganz viel Zeugs. Okay, wir können X gedrückt halten. Wofür, weiß ich jetzt nicht genau. Ist auch nicht so wichtig. Wir laufen mal weiter. Wir ziehen einfach mal dran. Mal gucken, was da rauskommt. Ein Stein. Na, wer sagt's denn? Der Stein war ja echt einfach zu ergattern. Aber noch haben wir nicht gewonnen. Hey, wenn du dich da durchquetschst, kannst du diese Leiter für Bob umstoßen. Gute Idee, Frozone. Schnell mal rein durch diesen Schacht. Mom, den die zwischen den Bahnteilen, dann kann ich den Stein da drin. Okay, Moment mal. Hä? Bitte. Na gut, aber beeil dich. So war das nicht beabsichtigt. Nochmal rein mit uns. So, und hier, zack, kaputt machen. Danke, Schatz. Jetzt können wir weiter. Wir nehmen Mr. Incredible, klettern da hoch. Dieses Ding dorthin, wo wir es auch benutzen können. Was haben wir denn Schönes? Wir bauen ein Fensterchen. Oh, wie süß. Schnuckelig. Und jetzt wird gecrashed. Sehr gut. Das war knapp. Macht euch bereit. Ich werfe ihn jetzt runter. Aber verrenkt ihr nicht den Rücken. Ah, schaut mal. Man kann diese Platte also werfen. Das heißt, drüben gibt es ja auch noch die Platte. Ich wusste gar nicht, dass das die Platte ist für das Incredible-Zeichen. Ah ja. Wir brauchen natürlich beide Platten, sonst können wir hier nicht zusammenbauen. Schaut mal. Jetzt wird ein Schuh draus. Das war ziemlich abgefahren. Aber uns fehlt, glaube ich, noch ein Stein. Irgendetwas fehlt uns hier noch. Moment mal, was ist das hier? Mach schon, Flash. Beeil dich. Das dürfte kein Problem werden. Ach, schau mal, da ist noch ein Stein. Und das ist eine Sache für Flash. Die Frage ist nur, was soll Flash hier an dieser Stelle machen? Das muss ich erst noch herausfinden.
Nee, also, nee, keine Ahnung. Also, hier komme ich nicht weiter. Kann ich hier durch den... Ah, hier durch den Tunnel. 3, 2, 1 und go! Wir haben's. Perfekt. Gut gemacht, Speedy. Danke, Elastigirl. Da sehe ich doch mal Teamwork. Uns fehlt uns, glaube ich, aber... Oder fehlt uns... Ein Stein fehlt uns, glaube ich, noch. Ach ja, das ist der Stein von Violetta, okay. Aber drüben gibt's noch was. Nämlich die Bodenplatte, die wir noch mit in Mr. Incredible herunterholen müssen. So, jetzt bist du an der Reihe. Zeig uns deine Bärenkräfte und hol dieses massive Ding darunter. Sehr gut. Und zack. Drücken, 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 drücken. Und sehr gut. So, dieses olle Ding schmeißen wir jetzt darüber. Achtung. Hier kommt sie. Kommt alle wieder runter. Schnell. Was passiert jetzt? Oh nein, es gibt einen riesigen Wirbelsturm. Das sieht nicht gut aus. Bleibt alle zurück. Tja, schlechtes Timing. Wisst ihr warum? Weil uns da noch etwas fehlt. Ich komm nicht an die Bodenplatte ran. Was machen wir denn jetzt? Okay, Violetta, vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Aber da vorne sind noch Teile. Aber da komme ich nicht ran bei dem Wirbelsturm. Oh nein, das haben wir jetzt etwas vermasselt. Gibt es noch einen anderen Weg, wie ich da hinkomme? Was können wir hier zusammenbauen? Eine Bowlingbahn oder Kegelbahn. Gibt es hier eine Kugel? Wir müssen irgendwie diese Arme stoppen. Das Problem ist nur, ich sehe hier keine Kugel. Naja gut, ich weiß jetzt auch nicht weiter. Wir müssen die Arme stoppen. Wir vereisen die Arme einfach. Ja, schaut mal, da oben. Hey, Rostarme, es wird kalt. Jetzt gibt es erstmal Handschellen in Form von Eiseskälte. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Sehr gut. Sehr schön. Okay, Violetta, jetzt bist du an der Reihe. Denn mit diesen Kegeln kann ich wahrscheinlich nichts machen. Also mit den Pins, meine ich. Gut, Violetta, schnapp dir jetzt die letzten Bauteile. Oh nein, wir müssen es beeilen. Sonst löst er sich von der Kette. Hier und irgendwo noch. Genau jetzt, perfekt. Jetzt bauen wir etwas zusammen. Und was wird das sein? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das könnte praktisch eine Drohne. Sein. Ist ja cool. Da war noch ein Bauteil. Das letzte. Damit haben wir alle Bauteile. Sehr gut. Jetzt können wir etwas Schönes zusammenbauen und diese riesige Maschine stoppen. Dann würde ich sagen, jetzt zählt jeder Familienzusammenhalt. Denn jetzt wird etwas Sagenumwobenes gebaut, das die Welt noch nie gesehen hat. Und ja, irgendwas für diese Pins sehe ich einfach nicht. Wir lassen sie einfach so stehen. Pustekuchen, so ist das nun mal. Außer ich kann jetzt so drauf feuern als Kugel. Nein, geht nicht. Okay, dann lassen wir das einfach. Wisst ihr, wie man diese Pins kaputt macht? Wenn ja, schreibt das doch mal in die Kommentare, würde mich total interessieren. Denn ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung oder eine Idee. Falls ihr Ideen habt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wer von euch mit einer Idee hier in die Kommentare kommt und schreibt. Oh, da oben ist noch etwas. Schaut mal. Kann man noch ziehen an etwas? Ich könnte mir vorstellen, dass da nichts Wichtiges ist, sondern nur ein Minikit. Aber ich möchte das trotzdem mal kurz gemacht haben. So, da. Ach nee, tatsächlich, da fehlt mir sogar noch ein kompletter Stein. Jetzt müssen wir an diesen Stein rankommen. So, jetzt. Das ist aber dann wirklich der letzte Stein. Dann haben wir alle Steine. 6 von 6 Steinen. Okay, jetzt müssen wir schnell etwas bauen. Und die machen immer das Eis kaputt. Frozone ist aber dabei und hilft. Frozone steht vorne und versucht, den Roboter zu stoppen. In der Zwischenzeit ist Familie Paar mit Mr. Incredible, Elastigirl, Violetta und Flash dabei, um etwas zu bauen, das diesen Roboter aufhalten kann. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was wir jetzt zusammenbasteln. Achtung, es wird spannend. Und was ist es? Wow. Das sieht aus wie ein gewaltiger...
Naja, nicht wie ein Roboter. Ich weiß es nicht genau. Gut gemacht, Leute. Schnell, solange er nicht aufpasst. Ich wehre ihn so lange wie möglich ab. Schnell! Au, au! Ich lad ihn auf! Seht alle her! Das ist mein kleiner Dynamo. Gut gemacht, Flash. Okay, Flash und Violetta müssen das, glaube ich, aufladen. Nee, Flash kann es alleine machen. Achtung! Jetzt wird das schön aufgeladen. Sehr gut. Das passt schon mal. Wow, wow, wow. Kann es sein, dass es eine Art Rakete ist? Ah, ein Fangarm. Schaut mal. Spannend. Wir müssen es ausrichten. Alles klar, Mann. So, dann richten wir das Ganze aus. Das macht Violetta jetzt mit ihrem Energiefeld. In Kombination mit Flash. Dann geht es auch besser und schneller. So, einmal komplett rüber. Jetzt brauche ich Elastigirl, die sich da hochschwingt. Das und oben wird Mr. Incredible schon, das Schlusslicht setzen, indem er dieses Teil da aktiviert und zieht. Ich glaube, es ist eine Art Harpune, die wir hier zusammengebaut haben. Achtung, jetzt wird spannend. Und... Du hast gewonnen. Ich tauche unter. Du solltest deinen Babysittern mehr bezahlen. Gut, ich hätte dir von der Kündigung erzählen sollen. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich soll mir keine Sorgen machen? Wir laufen hier in irgendeinem gottverlassenen... Streite mit mir so viel du willst. Ich bin nur froh, dass euch nichts passiert ist. Also die Outtakes waren jetzt nochmal richtig gut am Ende. Meine Lieben, wir haben das Spiel somit durchgespielt. In den nächsten Folgen werde ich aber noch ein bisschen weiterspielen und ein paar Missionen machen. Normalerweise mache ich das nicht in einem Lego-Spiel, aber mir macht das Spiel extrem viel Spaß und vielleicht schaut ihr noch ein bisschen mit dazu. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!